Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Wir haben Nachwuchs bekommen. Nachwuchs in der Rasenmäherfamilie. Der neue Kleine ist gerade gekommen, ist das nicht süß? Hier, das ist ein Rasenmäher. Und den stelle ich euch heute vor. Viel Spaß dabei, yeah! Entstehen die perfekten Streifen. Yeah! Ja, lieber Rasenfreaks, das ist der Gardeni. Gardeni. Ja, lieber Rasenfreaks, das ist der Gardena Handy Mower. Der Handy Mower. Ein süßer, kleiner Akkumower. Akkumäher. Und zwar ein Sichel-Mulchmäher. Ihr seht, ich habe ihn schon benutzt. Hat so ein ganz kleines Mulchmesser hier drin. Ein Sichelmäher mit Akku. Der Akku ist hier hinten drin. Da ist der Akku drin. Der Standardakku, der für Bosch und Gardena Rasenmäher funktioniert. Bosch und Gardena haben sich ja zusammengetan, damit die gleichen Akkus verwendet werden können. Das ist sowieso, finde ich, ein Riesenthema. Akku-Kompatibilität. Das muss, glaube ich, noch viel, viel besser werden. Irgendwann muss es da auch einen Standard geben. Ist noch nicht der Fall. Aber ich fand das Ding so süß, deswegen dachte ich, stelle ich den euch mal heute vor. Mal ganz was anderes als meine Hightech-Maschinen, die mal sehr viel Geld kosten. Das Gerät ist auch nicht ganz billig. Das kostet, glaube ich, mit Akkus 240 Euro. Ich glaube, tutti completo. Muss ich nochmal nachgucken. Ist auch egal. Und ja, damit mähen wir jetzt mal hier diese kleine Fläche. Weil der ist natürlich für kleine Flächen gedacht. So mal ebenso mit einer Hand, werdet ihr gleich sehen, aus der Hüfte gemäht. Und mal gucken, wie es geht. Ja, zur Bedienung gibt es hier, finde ich ganz cool, einen An- und Ausschalter. Also so einen Hauptschalter, den kann man auch rausziehen. Also einen kleinen Plastikschlüssel. Und damit schaltet man das Gerät an. Und dann muss man hier den Hauptgriff ziehen und hier einfach drauf drücken. Ich hoffe, es ist auf der höchsten Stellung. Ja, ist er. Einfach hier drauf drücken. Dann mäht er schon. Cool. Und dann geht das los. Ein bisschen hoch. Ja, wir können ein bisschen tiefer mähen. Ja, wir haben jetzt drei Höhenstufen. 1, 2, 3. 3 ist die höchste, 1 die tiefste. Und okay. Das kann ich gleich mal nachmessen, wie hoch das ist. Da rutschen also sowohl hier diese kleine Heckrolle, wie auch die Fronträder rutschen hier so hoch und runter. Ja, es geht natürlich auch im Boden besser. Was ich ganz witzig finde, ist, wir haben tatsächlich eine sogenannte Dreipunktauflage. Also wir haben drei Aufstandspunkte, vorne die beiden Räder und hinten so eine kleine Kunststoffrolle. Damit ist tatsächlich rein physikalisch die Auflagefläche statisch bestimmt. Bei 4 Aufstandspunkten ist es eigentlich schon physikalisch statisch überbestimmt. Also besser als die großen Mäher. Quatsch, nicht so wichtig. Okay, gut. Dann haben wir hier noch eine Anzeige, das ist ganz wichtig. Werde ich gleich nochmal zeigen. Das verwirrt nämlich. Und zwar gibt es hier für die Stellung des Bügels, mach nochmal an. Wenn man jetzt zu hoch geht, zack, geht er aus. So, das ist Sicherheitsstellung Nummer 1. Und die Sicherheitsstellung Nummer 2 ist, zack, also viel tiefer kann man nicht. Mann. Das ist so, das ist noch, ja, das ist jetzt die tiefste Stellung. Also flacher kann man mit dem Griff nicht mähen. Ja, schade, man könnte natürlich so super jetzt unter irgendwelche Büsche oder so noch runter, wenn man ganz flach mähen könnte, aber das geht jetzt leider nicht. So, wir mähen jetzt hier mal in der Stellung 2 und gucken wir mal. Ja, das ist gut. Dann kann man hier so richtig locker, so aus einer Hand, kann man hier mähen. Ich finde, er ist auch noch wirklich angenehm leise, ist natürlich lautlos. Der Handymower.
Das ist echt cool, so mit einer Hand, das ist witzig. Schön. Und schon ist die kleine Fläche gemäht. So, das war ja nichts, diese kleine Fläche. Deswegen habe ich mir gedacht, mähe ich nochmal unseren kleinen Hang hier, unseren kleinen Wall hier zum Nachbarn. So ein bisschen mehr zu mähen, und da ist das Gras auch schon wieder sehr hoch. Ich habe jetzt auf Stellung 3 gestellt und los geht's. Vor den Knopf drücken. Ach nee, ich habe ihn ja ausgeschaltet, wegen Säubern. Und dann das nächste Gadget, bis hier, hängt hier an dem Rohr dran, so ein kleiner Plastiklöffel. Und der Löffel ist dazu da. Jetzt machen wir natürlich, Sicherheit geht vor, erstmal hier den Schalter aus. Und jetzt kann man das Ding hier wunderbar einfach hier diesen kleinen Löffel hier sauber machen. Wunderschön. Natürlich vorher haben wir den Schlüssel gezogen, abgezogen. Einfach auf den Kopf stellen, das ist ja das Wunderbare an Akkumähern. Die kann man in jeder Lebenslage abstellen oder hinlegen. Wunderbar. Sieht gut aus. Auf die Rasenfläche kippen und dann kann man ihn sehr schön mit dem Bügel nach vorne einfach abstellen und andersrum noch besser, optimaler und fertig. Jetzt. Ah, hier kommt was runter jetzt. Ja. So, jetzt fahren wir mal hier gerade so hier mal eine Spur. Cool. Ja, das sieht doch mal gut aus. Jetzt sieht es noch was aus, was er gemäht hat hier auch. Ja, nicht schlecht. Und nicht schlecht gemulcht. Oh, das Gras ist hoch. Ein bisschen rasiert hier. Der Bart rasiert. Er mäht in jeder Stellung. Oh. Also jetzt. Ja, diese Winkelgeschichte. Das ist doof in der Winkelgeschichte. Da bin ich jetzt schon zu hoch. Ja. Jetzt bin ich zu flach. Ah, wieder zu hoch. Man könnte ja den Winkel ein bisschen vergrößern. Oh, sieht doch gut aus. Schön. Also jetzt. Ich würde sagen, jetzt ist der Akku alle. Nein! Den letzten Metern hier versagt der Mäher. Ja, Akku ist alle. So, der hat jetzt ja kräftig gemulcht, der Mäher. Und trotzdem ist hier das Gehäuse wirklich so gut wie gar nicht verschmutzt. Das kann man noch mal ein bisschen mit der Hand auswischen. Also echt super. Gar nicht schlecht. So, den Akku wechseln. Also raus in dem Akku. Klappe hoch, Knopf drücken, das ist ein bisschen fummelig. Und dann den Akku rausnehmen. Kleiner Akku, was hat denn der hier? 2,5 Ampere-Stunden.
18 Volt. Okay, also wie gesagt, soll ein Standardteil sein. Gibt es ein ganz kleines Ladegerät dazu. Kein Ding. Wie lange das jetzt läuft, das Teil hier mit dieser Akkukapazität, wo Sie nachgucken und ihr guckt selber mal nach. Ja, soweit der kleine Test hier des Gardena Handymowers beim Rasenfreak. Nur mal so, mal was anderes, mal ein kleines süßes Mähgerät. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüssi. So, und das Coole ist, es ist so leicht, das Teil. Das kann man richtig so einfach ganz entspannt wegtragen. Ciao.